Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder nur ein kleines bisschen rumgerannt und haben wirklich eigentlich nichts auf die Reihe bekommen. Das ändert sich ab sofort. Tja, beim letzten Mal bin ich hier ausgestiegen, ohne wirklich zu wissen, was wir hier noch machen können oder ob wir hier überhaupt noch irgendwas machen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unser Hauptziel aktuell, dass wir uns die Kopfhörer des Telefonisten besorgen. Und zwar diese hier. Das heißt nur die Frage, wie kriegen wir das, den Telefonisten dazu, dass er uns seine Kopfhörer bereitwillig und ohne viel Gewaltandrohung übergibt. Das Taumrätsel haben wir bereits hinter uns. Hier gibt es außer dem Petschrank und dem Telefonisten nichts weiter. Fragen wir ihn einfach nochmal. Hey, huhu, hallo. Ja, was gibt's? Ja. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Als ob du arbeiten würdest. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Vielleicht müssen wir den Telefonisten einfach nur dazu bringen, dass hallo. Er arbeitet. Ja? Was gibt's? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Vernünftig. Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Sehe ich genauso. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ja. Wir müssen nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir können nur an zwei Orten extern funken. Das ist einmal hier und einmal im Tresorraum. Intern funken bringt ja, glaube ich, nicht allzu viel. Also theoretisch müsste Lotti eine Funke haben, weil sie dem Bürgermeister ja... oder vom Bürgermeister die Information bekommt, dass der Nächste dran ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, die Gegensprechanlage. Nächster, bitte! Genau. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Das liegt aber daran, dass du dich arbeitest. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Warte mal, eine Katze auf der Tastatur? Ich hab da noch ein paar Ersatzkatzen. Ob das klappt? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Oh, wie süß sie schnurrt. Tick, tick, tick. Guck mal, wie dankbar mir der Telefonist ist. Süß. Hey, huhu, hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand billigt dir ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Er sieht ja jetzt schon ganz schön genervt aus, nur weil die Katze die Leitung blockiert. Vielleicht kriegen wir es ja auch noch in eine mehrere Leitung zu blockieren. Oh, wie süß sie schnurrt. Nee. Wir haben ja noch die Gegensprechanlage, aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass die auch dauerhaft besetzt ist? Aber noch eine zweite Kanzel. Na, willst du auch mal? Nächster, bitte! Süß! Aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Eine Taste für vier Pfoten.
Der Papagei. Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Und er hat ja auch zwei Krallen sozusagen. Der Wippvogel. Das klappt. Mach ich drei Kreuze. Das klappt. Lotti, es tut mir leid. Hey, huhu. Hallo. Ach du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Sieht leicht gereizt aus. Das macht die Arbeit. Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf der Hoffnung zu stellen, drehe ich durch. Das ist mein Sicher. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Okay, also wir brauchen noch eine Leitung, die belegt werden muss. Nächster bitte! So, Leute, hört mal ein bisschen draußen. Wo kriegen wir denn jetzt noch eine dritte Leitung her? Die wir in Tonys Haus installieren lassen, die wird ja erst in knapp 3,5 Monaten fertig sein. Die Notrufsäule. Gizmos Notfallstation ist doch auch per Funk verbunden, zwecks Funksprüchen. Ja, ich glaube, wir sollten Gizmo ein bisschen auf die Sacke, auf den Eier gehen. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie hinbekommen, dass die Leitung ständig belegt ist. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse telefonieren. Wie kriegen wir die... Vielleicht kannst du auch so Tippgeräusche machen, vielleicht so. Pop, pop, pop. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich wünsche, ich könnte das gleiche von mir behaupten. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Wohin auch sonst? Vielleicht, wenn ich das Lachgas einatme. Oh nee, es ist ja kein Helium, es würde, glaube ich, die Stimme gar nicht... Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Wäre es ein mit Helium gefüllter Ballon, könnte man vielleicht die Stimme vorstellen und... Kann doch bestimmt auch unendlich quatschen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was das wissen Sie noch? Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Es war vielleicht keine so gute Idee, den Papagei vorher in Tonys Obhut zu bringen. Sie weiß zu viel über mich. Rufus! Aha! Was? Ich gehe wohl besser wieder. Okay, der Papagei ist noch da.
schauen wir mal, wie es unserem lieben Telefonisten geht. Esther, bitte! Ach, Lotti. Esther, bitte! Esther, bitte! Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut! Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo! Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen! Ist das Sabber, was da aus dem Mund läuft, oder sind das einfach nur versteckte Tränen? Er ist völlig fertig mit den Nerven. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut! Esther, bitte! Ich leime die mal auf unbestimmte Zeit aus. Fehlt nur noch das Funkgerät. Das haben wir aber jetzt. Na. Ich glaube, ich. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt erreichen können. Jetzt kann's losgehen. Ich habe Kopfhörer, ich habe Mikrofon und ich habe das Funkgerät in Beschlag genommen. Dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Wen wir vielleicht sogar erreichen. Vielleicht sogar Cletus? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk flying hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus? Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Naja, wo denn sonst? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ja, ich bin schon unfreundlich. Sollen wir es ihm gleich sagen? Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Das ist ein schöner Freund. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Ja? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Okay. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Der Typ ist ja schon so ein ganz klein bisschen seltsam. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Das tust du. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Eine glasklare Fassung im Kletus. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Okay. Geld, viel Geld. Aber was sollen wir mit viel Geld, wenn wir eh nicht aus Deponia wegkommen? Ich mache das nicht für mich, ich mache das für Goal. Das Kreuz eines Helden. Ist das alles?
wert. Nein, ich will mit nach Elysium. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Doch vielleicht das Geld. Für die Liebe. Nein, ich will nach Elysium. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Aha. Doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation, unten auf der, oben auf der, untere Aufstiegsstation, oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Beding. Und wie der aktuelle Status ist. Ja, wir haben das freie Funkgerät gefunden, wir haben gefunkt. Jetzt müssen wir Golds Verlobten kontaktieren, das haben wir doch schon gemacht. Ach, Alter. Ich drücke mich so ein bisschen davor, den Hinweis zu nutzen. Ich will das selber herausfinden. Okay. Rufus in the house. Jetzt ist der schon im Flur. Das war so lustig gewesen, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir also Kletes gefunkt. Wir müssen zur unteren Aufstiegsstation und treffen ihn auf der obersten Plattform. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wie zum Deivel kommen wir da hin? Wir sollten auf jeden Fall Goal informieren, dass wir mit Kletes, Kletes den Kontakt aufgenommen haben. Geht's mal? Goal! Ich muss mit ihr reden. Ja, das ist richtig, aber das sieht irgendwie... Wo ist Goal? Aber wo ist Goal? Was zum... Nein. Hey, was soll das? Gizmo! Du A-Punkt. Sieh an, hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Ups. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Oh, diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh. Oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Du Sie Feigling. Finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze!
Boah, Gizmo, Alter. Wenn ich hier aus der Zelle rauskomme. Hey, hallo. Was ist denn? Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Lassen Sie mich raus. Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Damit ich Goal retten kann? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ja. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Welche Beweise? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Schauen wir mal. Ich habe keinen Dietrich mehr. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Vielleicht kann ich ja hier irgendwas von den Sachen aufheben. Nein, das wäre auch zu schön gewesen. Feuerlöscher, Polizeifach, Gizmo. Der Baum. Ja, schön, dass es dir Spaß macht, Rufus. Kann vielleicht mit dem Espresso die Zellentür schmelzen. Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso an Goal auszuprobieren. Haben wir getan, war gut. Vielleicht schweißen wir das Ganze einfach auf. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Du solltest ja auch aufschweißen und nicht zuschweißen. Können wir den Ballon irgendwie hier... Nein, ziehen? Dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Verrückt. Katze vielleicht? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Wartet mal ganz kurz. Wir haben eine Katze, wir haben einen Baum und wir haben einen... Vollidioten, der drei Positionen auf einmal ausführt. Müsste er nicht, wenn wir jetzt nur mal angenommen, wir würden jetzt... Ach, ich versuche es einfach mal. Ach, ja, es klappt. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Was für ein Volltrottel Gizmos. Okay. Whatever. Nenu, wieder ein Auflauf vom Rathaus? Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss Goal finden, bevor dieser Argus es tut. Ah, das ist vielleicht sinnvoller. Gut, dann ab zu Wenzel Schawenzel. Wenzel? Rufus? Was? Ende Pimp-Klamotten. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Bah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein. Du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni! What? Du? Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an! What? Der Herr ist sprachlos. Aber Toni, egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch.
Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Benzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. What? Toni? Ah, meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Hat die wirklich noch ihre Kippe im Mund? Okay. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Okay. Ich habe jetzt auch nur die Möglichkeit in den Keller oder raus, aber wir wollen ja Goal retten. Okay. Aber wo ist sie? Oh, natürlich, im Schrank. Whoops. Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, eng. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, oh, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Wenzel, du Verräter. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben nur die Tür. Ich muss sie verbarrikadieren. Okay, kann ich... Trichter? Nein, ich brauche etwas Stabileres. Okay, Handschweißgerät. Das ist das dauert zu lange. Okay, die Wünschelrute? Wirklich? Wirklich, okay.